Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute Mittwoch, den 26. Es ist 11:20. Wir haben schon riesengroße Sachen gemacht. Wir haben erstmal den Papa zur Arbeit gebracht. Dann waren wir in einem Kindergarten, haben wir uns einen Kindergarten angeguckt. Mit Musik, da erzähle ich euch später noch was zu. Und dann waren wir jetzt einkaufen. Der Rio sitzt jetzt hier und isst einen Käsekuchen. Gleich, wenn du deine Stückchen alle hast, gebe ich dir noch die anderen Stückchen. Ich habe noch zwei Brezel gekauft. Und dann habe ich diese hier mal mitgenommen. Voll viele sagen, dass die so mega lecker ist mit weißer Ihr wisst schon, ich kann das Wort gerade nicht sagen. dann habe ich noch eine Zeitschrift gekauft für meinen Bewohner. Die nehme ich morgen mit. Der rätselt so gerne. Und dann kriegt er von mir ein Rätselheft. Da habe ich gestern schon mit meinem Herbst-Türkranz angefangen. Der ist so gut wie fertig, zeige ich euch gleich noch. So, es gibt ja keine Cola, warum auch immer, richtig lost, gibt es aktuell keine Cola. Ich habe aber eine kleine Cola ergattert. Die gönne ich mir gleich. Dann Bananen habe ich gekauft. So, da habe ich das auch schon verräumt. Hier ist, warum auch immer, die Haarbürste vom Papa. Kaffee ist leer. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Ach, noch mehr Kuchenstückchen? Okay. Ist der lecker, der Kuchen? Hat hier noch so ein ganzes Stück. Käsekuchen. 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 Nimm mal das eine Stückchen noch weg. Du kannst es auch langsam essen. Das muss man nicht alles so reinquetschen in den Mund. Ist nicht so schön. Das macht man nicht. Oh. Pommes hat er gesagt. Der eine hat Pommes gesagt, ne? Hallo. Hallo. So, jetzt hast du deinen Käsekuchen fertig. Dann können wir gleich nach oben gehen. Das muss nach oben, das muss nach oben. Haja, haja machen wir, genau. Haja, haja. So, ich habe hier noch meine zwei Pflänzchen stehen. Hier ist eine Buntnessel, die saugt sich gerade mit Wasser voll. Und die hier hat, hängt ein bisschen durch. Die muss ich gleich nochmal beschneiden. Ich habe die vergessen zu gießen. Ich habe die einfach im Büro vergessen. So sah sie dann auch aus. Die hat so runtergehangen, aber jetzt langsam geht es wieder. Ich lasse die noch ein bisschen im Wasser. Mal gucken, ob da noch was zu retten ist. So ist es. Da habe ich noch einen Haufen Walnüsse. Die haben wir ja gesammelt, der Rio und ich. Hier sind lauter Walnüsse. Also ihr wisst Bescheid. Wir waren jetzt, wie gesagt, unterwegs. Ich erzähle euch dann gleich alles noch weiter, wenn der Rio im Bett ist. Ich habe dem gestern übrigens neue Bettwäsche gekauft. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Die ist oben. Das mache ich gleich. Ich warte jetzt erstmal, bis der Rio fertig gegessen hat. Und wenn wir hochgehen, nehme ich euch wieder mit. A few moments later. Ich hatte dann Rios Zimmer noch umorganisiert, damit das alles schön offen ist. Habe ich noch mal ein paar Körbchen dazu gekauft. Dieses Körbchen hier, das ist so ein großes. Da hat er jetzt nämlich seine ganzen Tiere drin. Das andere, das war alles ein bisschen knapp, wenn er das aufgeräumt hat. Er räumt gut auf. Aber wenn die dann nicht groß genug sind, dann fällt da immer wieder alles raus. Das hat mich richtig genervt, weil ihn das auch so frustriert hat. Jetzt einmal hier so ein großes. Die kleinen kennt ihr ja schon. Sind übrigens dieselben.
nur verschiedene Größen. Und den habe ich jetzt umorganisiert. Da waren die Autos, da war vorher was anderes drin. Da sind jetzt die Autos drin. Und dann hat er hier noch einen mit seinen Klötzchen. Hier hat er noch dann das Fädelspiel. Und ich überlege, ob ich die auch mal wegtue. Die braucht er nicht mehr. Da hat er hier noch die Buchstaben. Und die. Diese. Und die Sachen. Hier kommt nämlich ein Regal hin. Ich bin der Räuber. Räuber Hotzenplotz. Und den will ich schon die ganze Zeit wegmachen. Ich komme aber nicht dazu. Der räumt mir den immer wieder hier rein. Weiß ich auch nicht, was das soll. Und hier ist dann noch die Straße. Die Way-to-Play-Straße. So, der Chef macht Musik. Dann mal los. Er hält das schon richtig professionell, Leute, oder? So, jetzt los. Ich glaube nicht, mich nicht kümmern. Achso, erstmal stimmen. Alles klar, dann stimmen Sie erstmal, Senior. Ich habe mir noch mal neue Kleiderbügel gekauft. Da packe ich jetzt kurz mal die Sets drauf, beziehungsweise wieder ordentlich zusammen. Setz dich mal ein bisschen weiter hier hin. Weil ich muss jetzt hier was machen. Richtig gut machst du das. Ich muss mal noch mal nach den Einstellungen von der Kamera gucken, weil letztens habe ich auch als gefilmt, aufgenommen und plötzlich war das ganze Bild gedreht. In Querformat. Ich dachte, ich kriege einen Rappel. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich muss kurz mal meine ganzen Sets hier wieder zusammensuchen. Ich sag's euch, Leute, ich lebe für Oceans Apart. Ich weiß, ihr wollt, manche wollen es nicht hören, aber es ist einfach die Wahrheit. Was soll ich machen? So, jetzt habe ich sie wieder alle zusammen. Ich freue mich. Das wird immer mehr, Leute. Guckt euch das an. Das sind jetzt die Sets, die habt ihr alle schon in meinen Kooperationen gesehen. Das hier finde ich echt richtig gut. Das, aber ich mag auch das rote Set. Also wie gesagt, alle. Ich kann mir jetzt auch kein, fragt mich nicht, welches ist mein Lieblingsset, kann ich euch nicht sagen. Und hier hängen die vier Sets für die nächste Kooperation. Die seht ihr aber wann anders. So, jetzt habe ich sie aber alle wieder. Wir waren auf einem Fest, so eine Art Straßenfest. Eine Bekannte von uns, die hat ja nicht Äpfel. Wie heißen die denn jetzt? Quitten. Quitten, genau. Der Rio, der kam drauf. Quitten. Die hat da Quitten und Walnüsse verkauft. Darum waren wir dann da. Und dann war da ein Kindertheater. Aber das Kindertheater war für große Kinder und nicht für kleine Kinder. Ne? Sag nochmal. Das war viel zu dunkel für Rio. Hast du da ein bisschen Angst gehabt, ne? Ja? Das war nicht so schön, ne? Und dann sind wir rausgegangen. Ja, war besser, ne? Der Rio hat übrigens,
wunderschöne, selbstgestrickte Socken von meiner Arbeitskollegin bekommen. Angie, wir lieben deine Socken. Ich warte auf meine, ja? Fertig mit Musik. So, dann können wir uns mal hier. Ups. Dann können wir uns mal hier hinsetzen. Komm. Ohne die Gitarre. Ich will was erzählen. Lass die mal da liegen. Komm her. So. Jetzt erzähl doch mal, wo waren wir eben? Wir haben erst den Papa weggebracht und was haben wir dann gemacht? Im Kindergarten. Da waren wir im Kindergarten. Und was haben wir im Kindergarten gemacht? Einen Helm aufsetzen. Da kann man einen Helm aufsetzen. Und was hast du noch gemacht im Kindergarten? Schokolade. Was hast du da gemacht im Kindergarten? Ein Helm aufsetzen. Ja, und du hast getanzt, ne? Und geturnt. War da Musik an? Ja. Mit Schnarchhörnern gemacht im Kindergarten. Mit Arm hoch, ne, auch. So, und jetzt erzähl mal den Leuten, was du jetzt bist. Ein Kindergartenkind. Du bist ein Kindergartenkind. Heißt das etwa, du hast jetzt einen Kindergartenplatz? Und du darfst bald jeden Tag in den Kindergarten gehen? Stimmt das? Ja. Ihr habt's gehört, ihr Lieben. Ja, es stimmt. Es ist unglaublich, aber wahr. Der Rio hat einen Kindergartenplatz. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich und dankbar und froh um diesen Umstand. Ich freue mich unheimlich. Wir haben jetzt erstmal abgemacht, dass der Rio ab Januar geht in Bezug auf die Eingewöhnung, weil die Eingewöhnung ist 2 Wochen und der letzte offene Tag in dem Kindergarten ist der Tag, also ein Tag vor dem 24. Dezember. Und ja. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn wir 2 Wochen Eingewöhnung machen und der Rio geht dann 2 Wochen dahin und dann ist schon wieder zu, dann kommen die Feiertage und dann müssen wir ja wieder mit der Eingewöhnung anfangen. Darum dachte ich, das ist irgendwie nicht so gut. Dann lieber ab 1.1. Aber die Dame vom Kindergarten meinte, das wäre alles gut. Also gucken wir mal. Wie wir es jetzt letzten Endes machen. Auf jeden Fall ist es safe. Ich habe die Anmeldung. Vorsichtig, das tut weh. Wenn du mich damit haust, dann ist aber was los. Ja, also gucken wir mal. Ist auch egal, aber fest steht, der Rio hat einen Kindergartenplatz. Bald gehen wir auch noch Laterne singen. Yes. Habe ich übrigens mein Badezimmer alles da geputzt. Gemacht und getan. Ich bin im Moment so ein bisschen hier die Haushaltsqueen, weil wirklich so viel war. Habe ich alles abgeputzt und so. Das war viel zu dunkel, ja. Aber ist ja nicht schlimm, wir sind dann wieder rausgegangen und dann war es ja alles wieder gut, ne? Yes. Ich habe das auch mal alles hier neu organisiert. Bei mir im Badezimmer haben wir jetzt so Medikamente. Vitamine, Medikamente, da sind die Pflaster. Dass das mal alles safe ist. So, komm, ich gehe jetzt nach unten. Komm. Ich will auch. Ja, ich dachte mir, dass du mitgehen möchtest. Pflanze muss sich noch mit Wasser vollziehen. Dann nehmen wir jetzt die Leute auch mit nach unten. Und ich mache Essen. Ich will Pilze essen. Ich will Pilze. Du möchtest Pilze essen? Ja. Warte mal, lass mich mal überlegen dann. Lass kurz mal überlegen. Oh, ich weiß es. Oha! Das war aber gefährlich, ne? Au! Gott sei Dank haben wir noch die Matte da. Au! Rio ist die letzte 2 Stufen runtergeplumpst. Da
das? Ach so, dann hatte ich euch doch gefragt wegen diesen Leucht-Gummistiefeln. Hat sich erledigt. Ich habe dem Rio nämlich gefütterte neue gekauft im Lidl. Und die leuchten auch beide. 10 Euro haben die gekostet. Finde ich überhaupt nicht teuer mit so einem Walmotiv. Die sind auch innen drin gefüttert. Finde ich richtig gut. Ja. Dann wollte ich aber noch gucken, was braucht man denn eigentlich für ein Kind alles, wenn es in den Kindergarten kommt. Ich hoffe ja, ich kriege eine Liste, wo das draufsteht. Also bestimmt so Matschhose, Wechselkleidung und sowas bestimmt. Muss ich dann mal gucken, was die uns da erzählen. So, jetzt Thema Mittagessen. Du möchtest also wirklich Pilze essen? Okay, du möchtest Pilze essen. Der Rio möchte Pilze essen. Dann mache ich mir die Calamaris. Und der Rio kriegt Fischstäbchen. Nein, keine Schupfnudeln. Oder möchtest du Bratwurst? Bratwurst. Alter, koche ich dem. Ach, ich habe keine Schupfnudeln. Ich werde irre. Ich habe auch keine Kartoffeln. Aha! Raus! Die Olga wieder. Ah ja, okay, dann. Keine Kartoffeln, keine Schuppen. Doch. Lalala. Super. Okay, dann machen wir das. Bratwurst, ja? Bratwurst, okay. Dann kriegt der Rio also heute Bratwurst und Schupfnudeln mit einer Champignonsoße. Und ich mache mir Calamaris. Die letzten Calamaris waren total für den Arsch, weil ich habe mich an die Anleitung gehalten und die Anleitung war total bekloppt. Da steht nämlich hier auf ein mit Öl bestrichenes Backblech. Und das hat alles festgeklebt. Mache ich nie wieder. Ich mache das jetzt schön auf meinem Backpapier. So wie immer. Aber Leute, ich bin so dankbar für den Ofen. Oh, ehrlich. Ich hatte doch nur den kleinen. Diesen kleinen hier. Und da passt ja gar nichts rein. Das ist ja so ein mini Backblech. Und jetzt habe ich endlich einen Ofen und hatte aber immer noch weiter das, so ein kleines Backblech. Und das hat mir der Ofen auch nichts gebracht, weil ich immer noch so wenig reingekriegt habe. Aber jetzt hat der Herr Zorro ein Backblech mitgebracht und ein Rost. Und jetzt können wir hier ordentlich den Backofen bedienen. Ich freue mich. Lecker, lecker, lecker. Liegen lassen. Wow. Rio, da waren doch die Nudeln drin. Das musst du doch jetzt nicht auf deinen Kopf machen. Gib mal Mama. Schweinerei. So, jetzt kann ich nämlich die Spülmaschine rein. Wow. Wow. Guck mal. Was denn? Wow. Wow. Nicht da jetzt, hör auf. Das ist ein Ofen, das ist gefährlich. Hallo. 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 Ich muss mal erst braten oder kochen, ne? Oder braten. Sonst wirst du sauer. Das geht ja nicht, wenn der Rio sauer wird, ne? Wieder rein. Rio, das darfst du nicht machen, sonst geht der Kühlschrank kaputt. Das darf man nicht machen. Der macht immer das. Was machst du denn jetzt? Hör doch mal bitte auf. Zieh mal, wo sind denn deine Schuhe? Zieh mal die dicken Socken aus. Zieh mal die Gummistiefel an, aber die gefütterten Gummistiefel. Dann zieh ich dir noch die Jacke an, dann kannst du bis sie draußen spielen gehen.
So schön die Jacke. Ich finde die so wunderschön. Jetzt probier nochmal. Fest. Ist sie gut jetzt? Ja. Siehst du. Und das soll. Richtig drin? Ja. Ja. Bist du richtig drin? Ja. Und ich habe es schon gekostet. Thermopullover hast du an? Thermoschinger bin ich. Oh, eine gute Mann. Messerschmann. Und wenn das Essen fertig ist, dann rufe ich dich. Rio! Essen! Mein Schusche essen. Was? Mein Schusche essen. Ja. Mein Pinnick. Mit Pilzsoße. Fertig! Tschüss! Bis später. Ein Kuss. Ein Kuss. Gute Nacht. Ein Kuss und gute Nacht. Oh, ist ja schön warm, oder? Wo gehst du jetzt spielen? Werkzeug. Okay, da kann der Rio ein bisschen spielen. Wo ist denn die Olga? Olga! Olga! Wo ist denn die Olga? Olga! Ach, da ist sie ja. Rein. Raus. Geh. Schön auf den Rio aufpassen. Wo war die Olga? Schön auf den Rio aufpassen. Schön aufpassen. Okay? Wo ist der Rio? Wo ist der Rio? Okay, die Olga passt auf Rio auf. Okay. Das macht die auch. Wenn ich der sage, sie soll aufpassen, dann macht sie das auch. So, weiter im Text. Oh, warte, ich muss kurz rausgehen, dann zeige ich es euch. Das ist so süß. Die steht da und passt jetzt auf. Gleich kommt Essen, ja? Schön spielen! Super, ich freue mich mega. Erstmal die Wand angerannt. Hier ist die Soße. Okay, der spielt. Alles gut. Passiert auch nichts. Wie gesagt, wenn die Olga da ist, die passt auf wie ein Schießhund. Da würde ich auch niemandem empfehlen, in den Garten reinzugehen. A few inches later. Lecker. Warte kurz, das ist heiß. Das ist nicht heiß. Hier. So, ich brauche noch. Haben wir keine. Aioli. One eternity later. So, wir sind fertig mit Essen. Der Rio wollte natürlich das Essen, was ich auch esse. Die Olga isst jetzt gerade die restlichen Schupfnudeln. Ich versuche hier die Küche wieder in Stand zu setzen. Es ist jetzt genau 4 Uhr. Um 6 Uhr, wie gesagt, müssen wir los. Den Herrn Zorro abholen. So, die Buntnessel kommt jetzt raus. Kann jetzt noch ein bisschen abtropfen, dann kommt die wieder ins Büro. Oh, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass der Rio den Kindergartenplatz gekriegt hat.
Das erleichtert uns einiges. Hier sind übrigens die neuen Adventskalender-Dinger für den Rio. Also die Blätter, die gar nichts mehr sind, schneide ich ab. Das bringt alles nichts. Das raubt ja sowieso alle Energie. Schauen wir mal, vielleicht kriegt sie nochmal die Kurve. Wenn nicht, dann habe ich sie eben umgebracht. Passiert alles. So, die können das restliche überschüssige Wasser jetzt noch loswerden. Dann haben wir das auch gemacht. Gerade so ins Bett gehen. Naja, jetzt gucke ich mal, was der Rio da oben macht. So, es ist soweit. Der Rio und ich probieren jetzt die neuen Toffifees. Und was ist das? Schokolade mit einer Nuss. Schokolade. Weiße Schokolade ist das. Die sehen auf jeden Fall schon mal crazy aus. Möchtest du auch einen probieren? Na gut. Muss man aber richtig kauen, ne? Mmh. Und? Ja. Lecker? Schmeckt echt lecker. Sind die gut, Rio? Hier. Und jetzt ist Schluss. Was machen Sie denn da? Wo sind denn deine Kinderhandschuhe? Nein. So, dann komm jetzt, ab nach oben. Da oben ist was kaputt. Okay. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir hören die Sally, Feuerwehrmann Sam. Schaut mal, der Rio hat einen richtigen Werkzeugkasten. Richtig gut. Hier ist noch eine Säge. Die macht Haie. Ach, wie schön, mit ihrer Decke, toll. Naja, ihr Lieben, also wir chillern hier so ein bisschen hier rum. Es gibt jetzt auch gerade nichts, was ich euch noch erzählen könnte. Wie gesagt, wir chillern ein bisschen. One eternity later. So, ist jetzt 5:30. Wir haben jetzt ein bisschen rumgeblödelt. Und jetzt gehen wir gleich, fahren wir gleich los. Wollte den Ofen eigentlich ausgehen lassen, aber... Der ist immer noch an. Also schmeißen wir jetzt noch ein bisschen Holz rein. Okay, Feuer kommt. Gehen wir noch alle mal kurz raus. Können die Oliver noch kurz Pipi machen? Naja, jetzt wenn die Sonne weg ist, dann ist es echt kalt. Naja. Und wir fahren jetzt gleich los, wie gesagt.
Ich habe euch alles erzählt, was ich wollte. Allerwichtigste ist, wie gesagt, der Rio hat einen Kindergartenplatz. Ich freue mich mega. Die Zange liegt genau neben deinem Ball. Der blaue Ball neben dir. Die weiß ich nicht, wo die ist. Keine Ahnung, müssen wir dann den Papa gleich fragen. Ja, also das Allerwichtigste ist, der Rio hat einen Kindergartenplatz. Der Rio ist ein Kindergartenkind. Was ist da? Ein was? Ein was? Aha. Ja, das ist das Allerwichtigste. Das war das erfolgreichste Ding seit langem. Ich freue mich mega. Next Step ist jetzt, wie gesagt, die Dame des Kindergartens, also die zukünftige Kindergartenlehrerin, Kindergärtnerin vom Rio, wird sich dann bei mir melden und einen Termin vereinbaren mit uns für das Erstgespräch. Da erzählen wir einfach nochmal, was unsere Erwartungen sind, wie was wo, wie das mit der Eingewöhnung vonstatten geht. Da bekommen wir dann auch einen Zettel, was wir alles mitbringen müssen. Und da nehme ich euch auf jeden Fall mit, also beim Thema Eingewöhnung, aber auch dann, wie gesagt, die Dinge zu besorgen, die der Rio dann für den Kindergarten braucht. Also das werden dann höchstwahrscheinlich so Puschen sein, Wechselkleidung, Matschhose, solche Sachen mit Sicherheit. Ich werde da auch nochmal im Internet ein bisschen rumgoogeln. Da nehme ich euch dann mit. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass ihr unter diesem Video fleißig kommentiert, damit wir uns vielleicht ein bisschen austauschen können. Wie war eure Eingewöhnung? Wie ging es bei euch? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gebraucht? Was musstet ihr besorgen? Und pipapo für eure Kinder. Und dann ist natürlich auch, Lugu ist dann weiter ein Gespräch mit meiner Heimleitung. Ich werde heute Abend dann mich mit dem Herrn Zorro noch mal genau zusammensetzen, wie wir jetzt den Masterplan erschaffen. Also an welchen Tagen bzw. wie lange soll der Rio gehen. Mein Plan ist, also die Öffnungszeiten sind 7.30 Uhr. Das ist halt ein kleines Problem schon, weil mit 6 Uhr... kann ich das mal haben? Da ist ein Nagel drin. 6 Uhr anfangen wird dann natürlich schwierig. Da muss ich dann mit der Heimleitung sprechen, wie ich das mache. Oder wir sagen eben, wir möchten einen Platz haben von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Rio muss den dann ja nicht jeden Tag nutzen. Muss man dann alles nochmal gucken. Das besprechen wir dann heute Abend noch. Und ich werde dann mit meiner Heimleitung sprechen, wie das dann funktionieren wird. Weil der Dienstplan dann natürlich auch angepasst werden muss. Ich werde dann natürlich andere Dienstzeiten haben, Logo. Dann ist ein nächstes Thema, wir brauchen dann ein zweites Auto. Das ist auch nochmal ein Ding. Das ist auch nochmal ein Ding. Zweites Auto anschaffen. Dann, wie gesagt, der Herr Zorro wird dann zukünftig arbeiten gehen, wieder beim Film. So möchte er es, so wird es passieren. Und also alles ohne Gewehr. Ja, ob ich dann von den Stunden noch ein bisschen weiter runtergehen werde, ist dann jetzt erstmal abhängig davon, wann er anfängt zu arbeiten, beziehungsweise in welchem Ausmaß. Also, ob er dann abends nach Hause kommen wird oder ob er das so macht, wie es das letzte Mal der Fall war. Guck mal, Rio, da oben ist ein Flugzeug. Ganz oben in den Wolken. Siehst du es? Ein Flugzeug! Wo fliegt das denn hin? In Afrika! Nach Afrika? Ja. Oh, da ist man aber lange unterwegs. Oh. Ja, ob ich da mit den Stunden ein bisschen runtergehe, mich auf YouTube wieder fokussiere. Auch dazu würde ich sehr, sehr gerne eure Meinung hören. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr uns wieder mehr sehen? Wollt ihr wieder mehr Content haben? Oder interessiert euch das eh alle nicht? Das wäre natürlich unvorteilhaft. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr über eine Rückmeldung von euch freuen, weil wenn ihr sagt, ich will euren ganzen Scheiß da eh nicht hören, dann brauche ich auch nicht, ist ja Quatsch da.
Ja, dann, wie gesagt, müssen wir alles dann gucken, wie und was und wo. Für mich ist das jetzt alles ganz neu. Also darum, wie gesagt, also freue ich mich auch über eure Meinungen beziehungsweise eure Erfahrungsberichte in den Kommentaren. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es erstmal jetzt so, wie es ist. Ich werde euch, wie gesagt, auf dem Weg mitnehmen und habe jetzt auch alles gesagt, was wir zu sagen haben dazu. Ich hoffe, ihr freut euch über das Video und wie gesagt, Feedback ist sehr gerne gewünscht und gesehen. Rio, sagst du Tschüss? Kuss. Jetzt sag. Kuss. Mach du Winke, Winke? Winke, Winke. Sag bis zum nächsten Mal. Und nächsten Mal. Okay, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao.